Hallo und herzlich willkommen hier bei Angesagt. Und ihr seid natürlich wieder fleißig gewesen. Ihr habt uns wieder fleißig Berichte von den Veranstaltungen geschickt, die wir ankündigen sollen. Ja, und anfangen möchte ich da jetzt mal mit Vechta. Und denkt daran, auch in diesem Jahr im August wird der Stoppelmarkt wieder anfangen. Und die Leute sind schon ganz kräftig dabei. Die Stadt Vechta und alle bereiten sich auf den Stoppelmarkt vor. Ja, hier etwas aus Osnabrück, und zwar gibt es dort Stefanie integriert die Öztürks. Komödie von Murat Isboga im Rahmen der internationalen Wochen gegen Rassismus. Ja, und wann findet das statt? Am Samstag, den 23. März um 19 Uhr für die deutsch-türkische Theatergruppe Halber Apfel in der Aula des Ratsgymnasiums Hans-Böckler-Straße 12 aufgrund der großen Resonanz und Nachfrage ihren Klassiker Stefanie integriert die Öztürks. Den ersten Teil der Erfolgsreihe Die Öztürks nochmal im Rahmen der internationalen Wochen gegen Rassismus in Osnabrück auf. Und worum geht's da? Der Vater der türkischen Familie Ali Öztürk guckt mit ihrem Sohn Hakan im Fernsehen gerade das Fußballspiel Deutschland-Türkei. Ja, währenddessen kommt die Freundin von Ali Öztürks Tochter Stefanie zu Besuch. Nach einem kurzen Gespräch zwischen Stefanie und Ali Öztürk gehen sie eine Wette ein, die alle vor große Herausforderung stellt. Wer gewinnt, wird dem anderen seine Kultur und seine Sprache beibringen. Ja, das klingt doch interessant. Stefanie integriert die Öztürks ist eine Komödie, die sich mit dem ernsten Thema Integration beschäftigt, aber auch garantiert, dass es sehr viel zu lachen gibt. Also nichts wie Hinder. Ja, und hier etwas aus Diepholz, vom Theater Diepholz. Am Donnerstag, den 4. April 2019 um 20 Uhr präsentiert das Juristquartett mit der Sängerin Julia Schilinski im Theater der Stadt Diepholz ihr aktuelles Programm Oblivion. Lieder von Astor Piazzolla und Efim Jurist. Als Gast Rosa Klepnikova am Klavier. Das Repertoire des Ensembles umfasst Kompositionen von Efim Jurist selbst, insbesondere russische Konzerttangos, aber auch Musik der Moderne sowie Tangos von Astor Piazzolla. In den Kompositionen von Efim Jurist treffen sich russische Seele und argentinische Leidenschaft, vereinen sich die Melodien aus seiner Heimat auf wunderbare Weise mit dem südamerikanischen Rhythmus eines Astor Piazzolla, der als Begründer des Tangos Nuevo gilt. Die vier Musiker präsentieren zusammen mit der Sängerin Julia Schilinski russische und argentinische Variationen des Gefühls. Mit dem Jurist-Quartett trifft Julia Schilinski auf Partner, die mit Violine, Knopfakkordeon, Gitarre und Kontrabass eine leidenschaftlich schöne Klage ebenso anstimmen können wie quick lebendige Tänze. Sie bewegen sich auf der dünnen Linie zwischen Leid und Leidenschaft und singen und spielen Lieder, die zu Herzen gehen. Ja, hier etwas aus Lohne, und zwar wird die Frage gestellt mit Apps und Videos zum Schulabschluss. Eine Podiumsdiskussion am Gymnasium Lohne will über Chancen und Risiken der Digitalisierung aufklären. Veranstalter ist das Zentrum für Lehrerbildung an der Universität Vechta. Es geht um die Frage, ist digital wirklich besser? Der Digitalpakt für Schulen ist beschlossen. Nun soll eine Digitalisierungswelle auf die deutschen Schulen zurollen. Das vermeintliche Ende von Tafel und Kreide ist in Sicht. Das digitale Klassenzimmer, so scheint es, wird dringend benötigt. Doch stimmt das? Ist digital wirklich besser? Führt das Lernen mit Apps und Videos zu einem höheren Lernerfolg? Dies und weitere Fragen will das Zentrum für Lehrerbildung ZFLB an der Universität Vechta mit Experten diskutieren. Jetzt kommt's. Die Podiumsdiskussion, das Ende der Kreidezeit, die am 4. April, das ist ein Donnerstag, ab 18 Uhr im Gymnasium Lohne stattfindet, richtet sich an Lehrer, Eltern und Schüler. Ja, hier etwas aus Friseute, und zwar gibt es da den Motettenchor. Der Motettenchor Friseute wurde vor 50 Jahren gegründet. Aus diesem Anlass gibt der Chor am 24. März, das ist ein Sonntag um 16 Uhr, in der Pfarrkirche St. Marien in Friseute sein erstes von insgesamt 2 Jubiläumskonzerten. Dieses Konzert steht laut Mitteilung unter dem Motto eine musikalische Zeitreise. Es werden Ausschnitte von Höhepunkten der vergangenen Jahrzehnte auf dem Programm stehen.
Die Leitung des Konzerts hat Heinrich Kleine-Siemer. Der Eintritt ist frei. Und das nächste Konzert soll dann am 16. November um 19.30 Uhr stattfinden. Ja, hier etwas aus Fisbeck, und zwar gibt es dort eine Ausstellung, und zwar 7 Kunstschaffende zeigen 80 Werke. Bürgermeister Gerd Meyer wertet die Ausstellung als besonderen Beitrag zum Jubiläum. Ja, Fisbeck ist ja 1200 Jahre alt geworden. Bürgermeister Meyer wertete die Ausstellung als besonderen Beitrag der Kunstschaffenden unter dem Motto Miteinander zum Jubiläum 1200 Jahre Fisbeck. Ja, und wer stellt da aus? Das ist Annette Aschern, Alwin Emke, Margret und Wolf Ewert, Katharina Overmeier, Rose Richter Armgard und Dr. Norbert Wiens. Ja, und die Ausstellung kann bis zum 5. April während der Öffnungszeiten des Rathauses besichtigt werden. Ja, hier etwas aus Lohne, und zwar gibt die Nachwuchsgruppe der Musical AG, die präsentiert das Musical für Kinder, Die Rote Zora. Und zwar am Samstag, den 23.03., Sonntag, den 24.03. und Samstag, den 30.03. jeweils um 17 Uhr im Gymnasium, in der Aula des Gymnasiums Lohne. Hier etwas vom Theater Diepholz, und da heißt es: Willkommen bei den Hartmanns, Komödie zur Flüchtlingskrise nach dem Kinohit von Simon Verhoeven. Verhoeven sagte über seinen Film, er sei in erster Linie eine große Komödie mit turbulenten Geschichten und echten, liebenswerten Figuren. Und so präsentiert sich auch die Bühnenfassung, die das Tourneetheater Tepeskaren am Samstag, den 27. April um 20 Uhr im Theater der Stadt Diepholz auf die Bühne bringt. Angelika Hartmann möchte ihrem Leben neuen Sinn geben. So beschließt sie, einen Flüchtling in ihre Familie aufzunehmen. Ihr Ehemann ist von dieser Idee wenig begeistert, und auch die beiden Kinder sind skeptisch. Doch Angelika hat es sich in den Kopf gesetzt, und so zieht schon bald der nigerianische Asylbewerber Diallo in das mondäne Anwesen der Hartmanns ein, was das Leben aller Beteiligten in kürzester Zeit gründlich auf den Kopf stellt. Abgesehen von ein paar Mentalitätsunterschieden könnte ja alles eigentlich ganz harmonisch verlaufen. Doch die zahlreichen interfamiliären Spannungen sowie die Einmischung durchgeknallter Alt-68er und verrückter Fremdenhasser aus der Nachbarschaft führen schnell zu Chaos, Missverständnissen und spektakulären Begegnungen mit der Polizei. Kurzim, die Welcome-Villa der Hartmanns wird zum Narrenhaus, sehr zum Vergnügen der Zuschauer. Ja, hier etwas aus Damme, und zwar das Gymnasium Damme trägt auf Initiative der Schülervertretung seit einigen Jahren das Siegel Schule ohne Rassismus, Schule mit Courage. Die Schülervertretung nimmt diese Auszeichnung sehr ernst und organisiert selbst Aktionen, um gegen Ausgrenzung, Diskriminierung und Rassismus vorzugehen. In diesem Jahr will die gesamte Schulgemeinschaft des Gymnasiums Damme gemeinsam mit Schülerinnen und Schülern der benachbarten Hauptschule, ca. 1300 Personen, in der Dammer Öffentlichkeit ein Zeichen setzen. Zu diesem Zweck plant die Schülervertretung mit Unterstützung des Kollegiums und der Schulleitung eine Demonstration mit Kundgebung, die am 21.03.2019, dem Internationalen Tag gegen Rassismus, von der 3. bis zur 6. Stunde stattfinden soll. Als Motto der Veranstaltung haben sie den Titel gewählt: Je bunter, desto besser. Warum ist anders nicht normal? Ja, man trifft sich da beim Gymnasium Damme, dann Nordhofe, Westring, Fördener Straße, Große Straße und dann zum Kirchplatz. Und da ist dann eine Kundgebung, anschließend Rückweg zum Gymnasium. Ja, hier etwas noch aus Lohne, und zwar gibt es dort den Lohner Lenz, den verkaufsoffenen Sonntag, und zwar am Sonntag, den 31.03. ab 13 Uhr. Das Ganze führt auf der Handels- und Gewerbeverein HGV, ganz und gar Lohne City Management e.V. Nochmal 31.03. Ja, hier etwas aus Osnabrück, und zwar gibt es dort einen Buchclub für Jugendliche im März in der Stadtbibliothek Oldenburg. In gemütlicher Atmosphäre bei Keksen und Getränken, gemeinsam über
neue Bücher sprechen und sich mit Gleichgesinnten austauschen. Der Kinder- und Jugendbereich der Stadtbibliothek Osnabrück am Markt 1 lehnt am Donnerstag, den 28. März um 16.30 Uhr, Jugendliche ab 15 Jahren zu einem Buchclub ein. Im Rahmen des Buchclubs werden monatlich aktuelle Jugendbücher vorgestellt und über neue Themen diskutiert oder auch Aktionen rund ums Buch veranstaltet. Eigene Kreativität stehen dabei genauso im Vordergrund wie der gemeinsame Austausch. Um Anmeldung unter Telefon, jetzt kommt's, 0541 323 2299 oder E-Mail videra@osnabrück.de wird gebeten. Ja, hier etwas aus Vechta, und zwar die Stadt Vechta freut sich, ein weiteres Konzert-Highlight ankündigen zu dürfen. Open-Air-Event auf dem Stoppelmarkt, Stars NDR 2. Konzertveranstaltung Stars at NDR 2 live in Vechta. Open-Air am 13. Juli auf dem Stoppelmarktgelände. Die Menschen in Vechta können sich auf ein weiteres großes Konzertereignis im Sommer freuen. Am 13. Juli präsentiert der Norddeutsche Rundfunk in Kooperation mit der Stadt Vechta das Open-Air-Highlight Stars at NDR 2 auf dem Stoppelmarktgelände. So, hier was aus Neunkirchen-Vörden, und zwar etwas Farbenfrohes. Im Kulturbahnhof von Neunkirchen-Vörden können Sie sich in der Zeit bis zum 7.4.2019 in der Ausstellung Freude an Farben an den Bildern der beiden Lohnerinnen Gisela Schockemühle und Hildegard Tölke erfreuen. Ja, das klingt doch gut. Gezeigt werden Landschaften, Meer, Blumen und abstrakte Bilder in Öl und Acryl. Die Öffnungszeiten sind samstags und sonntags in der Zeit von 14 bis 17 Uhr und das Ganze, wie gesagt, bis zum 7.4. Die Malerinnen sind dann anwesend. Ja, zum Austausch, man kann sich mit denen unterhalten. Das klingt doch ganz toll, da sollte man hingehen. Die beiden Malerinnen besuchen die Kunst- und Renaissance-Malschule in Lohne. Sie malen, weil sie Freude daran haben. Ein Besuch im Kulturbahnhof Neunkirchen-Vörden lohnt sich. Naja, also nichts wie hin zur Ausstellung. Ja, und das war's auch schon wieder für diese Woche. Und wenn ihr selbst Veranstaltungen habt, die wir ankündigen sollen, dann meldet euch unter 70 700 in Lohne oder unter info@regiotv.de. Bis zur nächsten Woche, euer Thomas Kuhlmann. Bis dann. Tschüss.